Das ist unser heutiges Weihnachtsmenü und wie euch das auch so gut gelingen kann, das zeigen wir euch jetzt. Wir sind heute da am Biohof Seppengut und das ist natürlich der perfekte Ort für unser Weihnachtsessen, das wir heute zubereiten. Nämlich Gänse und Puten ist da das Thema. Und wir haben uns heute die Pute vorgenommen. Gans gibt es ja bei uns eher typisch. Pute mit dem Turkey ist ja ein bisschen amerikanischer. Genau, das ist bei uns noch nicht so der Brauch, dass es so eine Weihnachtspute gibt, so ein Turkey. Aber ich merke einfach, das kommt immer mehr. Ja, und gewichtstechnisch ist die ja nicht so weit weg von der Gans. Was werden die haben? Die hat nicht ganz 3 Kilo, wobei das jetzt ein bisschen eine kleinere Puten ist. Normal haben die so im Schnitt 5 Kilo. Das heißt, ich habe auch größere Puten mit 6, 7 Kilo und natürlich auch kleinere eben, je nachdem wie es wachsen. Okay, also das heißt, wenn die 7 Kilo hat, dann muss man eigentlich rechnen, weil wir bei der Gans ungefähr eine Stunde pro Kilo, braucht die 7 Stunden. Ja, schon eigentlich fast. Also mit Niedrigtemperatur, mit 150, 160 Grad. Ja, ich mache es ja prinzipiell so, dass ich die überstehenden Teile, wie jetzt den Hals oder den Schwanzerl oder die Flügelenden, dass ich das wegnehme, damit das einfach dann nicht zu dunkel wird. Gebe das dann unten rein in die Sauce, setze die auch immer auf ein Gitter, dass das schön abtropfen kann. Und füllen tun wir es auch, weil das dann natürlich auch ein bisschen das Softige fördert, nämlich ein bisschen Orangen, Äpfel und Zwiebel. Ah ja, da schmeißt jetzt alles rein, einfach, oder? Ja, weil das im Prinzip mit der Fülle macht es keinen Sinn, wenn wir irgendwas wegschneiden würden, weil wir wollen ja den ganzen Saft haben. Mhm. Die Äpfel haben auch nichts Schlechtes an sich. Ja. Gell, früher haben wir die ganz gegessen, da hat es keinen Kern weggelassen gegeben. Ja, ja. Genau. Und wir wollen ja den Saft, wollen wir dann in der Sauce drin haben. Mhm. Gell, da darf auch die ätherischen Öle von der Schalen, von den Orangen drinnen sein. Die Orange gehört zur Gattung der Zitrusfrüchte und zur Familie der Rautengewächse. Ursprünglich kommt sie vermutlich aus China, da hat man schon um 314 vor Christus Aufzeichnungen dazu gefunden. So ungefähr ums Mittelalter herum ist sie dann zu uns nach Europa gekommen. Wenn bei uns das regionale Obst weniger wird, dann hat die Orange ihre Saison. Und die orange Farbe ist nicht unbedingt ein Merkmal dafür, dass sie reif ist, denn dazu benötigt sie einige kalte Nächte, dass sie diese orange Farbe hat. Auch wenn sie ein paar grüne Flecken hat, kann sie schon reif sein. Es gibt an die 400 verschiedenen Sorten von Orangen. Orangen bestehen bis zu 80% aus Wasser und haben im Vergleich zu anderen Obstsorten nur relativ wenig Zucker. Daneben hat sie aber auch noch ganz viele Vitamine, wie Vitamin C, E, Niacin, aber auch ganz viele Mineralstoffe, wie Eisen, Zink und Magnesium. Auch sekundäre Pflanzenstoffe sind enthalten, da zum Beispiel die Carotinoide wie Beta-Carotin oder das Lycopin. Das ist ganz toll für die antioxidative Wirkung. Außerdem fördert es unser Sehvermögen, ist toll für die Augengesundheit. Sie hat auch noch das Flavonoid Hesperidin enthalten. Das kann eine schmerzlindernde und entzündungshemmende Eigenschaft haben. In der weißen Schale der Orange, da ist das Flavonoid Narigin enthalten. Das ist für die Bitterkeit dieser weißen Schale verantwortlich. Meistens wollen wir es mühevoll entfernen, dabei hat sie so tolle verdauungsfördernde Eigenschaften. Die meisten sekundären Pflanzenstoffe sind in der orangen Schale enthalten. Die kann man zum Beispiel, wenn es Bioqualität ist, einfach über Gerichte reiben. Das verleiht nur ganz eine spezielle Note. Wichtig jedoch ist die Bioqualität der Orange, weil sie sehr oft mit Pestiziden behandelt wird. Auch Schale unbehandelt oder Schale zum Verzehr geeignet ist nicht optimal. Auch das ätherische Orangenöl kann super verwendet werden. Das hilft gegen Stress, Angst und hebt unsere Stimmung. Jetzt mischen wir das einmal gut durch. Und dann können wir schon anfangen zum Stopfen. Stellen wir den da auf. So, ich halte auf, du stopfst. Genau. Wenn ich was reingeht. Jawohl, ganz fest. Zack, Ende damit. Ich glaube, wir sind voll. Ja, passt gut. Und jetzt müssen wir aber als allererstes noch den Ofen einschalten, bevor wir es binden, damit der vorgeheizt ist.
Und ich würde jetzt, also ich hätte jetzt gemacht 175 Grad, weil sie ja, nicht so groß ist und nicht so schwer. Und während dem Garvorgang von der Putte ist dann so, dass man eigentlich schon Energie sparen kann, nämlich beim Aufgießen, weil das Aufgießen, das Öffnen vom Ofen braucht einfach 20% Energie, bis der Ofen wieder auf Temperatur ist und darum ein bisschen sparsamer. Wie oft machst du in etwa? Also bei der würde ich jetzt so dreimal ungefähr aufgießen, je nachdem. Genau. Ja. Also das hält sich eh in Grenzen, also weil sie nicht so groß ist. Dann würde ich sagen, jetzt binden wir sie noch. Habe ich schon an so einem Bindfaden, damit sie einfach ein bisschen mehr, ein bisschen Form behält. Ja? Weil so, wenn wir es so reingeben, wird halt das jetzt so bleiben. Ja. Die hängen halt in zwei Richtungen. Also das Binden macht man eigentlich ganz einfach, indem man mit einem Bindfaden unter den Keulenknochen durchgeht, das überkreuzt und mit dem Halsansatz vorne zusammenzieht und nach oben wieder verbindet. Mhm. Das heißt, das presst dann die Brust nach oben und dann wird die schön prall. Und jetzt tun wir es nur ein bisschen einsetzen, damit die Haut schön arbeiten kann und schön kross wird. Und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir es ins Ohr schieben können. Super. So, Butterich ist im Rohr oder Truthahn oder Pute, wie sagt man jetzt? Also Pute und Truthahn ist eigentlich das Gleiche. Der männliche heißt Puter oder weibliche Pute oder Truthahn und die Truthenne. Also Pute ist eigentlich ein einfaches Gericht. Man braucht eigentlich keine Angst haben, das dauert einfach nur lang. Und weniger ist mehr, das heißt nur einsalzen, keine Marinaden verwenden, kein Honig einstreichen, weil das würde uns eigentlich am Anfang nur verbrennen. Und das gibt man eigentlich erst dann drauf, kurz bevor man es serviert, dann ist das früh genug. Ja. Und jetzt in der Zwischenzeit haben wir eigentlich einiges an Zeit. Das heißt, wir können in Ruhe unsere Beilagen machen. Ja. Und ich würde jetzt starten mit der Brezenfülle für unseren Kürbis. Super. Für unseren gebackenen, gefüllten Hokkaido-Kürbis werden wir jetzt uns oben einen Deckel abschneiden. Dann höhlen wir den aus und füllen den dann mit unserer Brezenfülle. Die machen wir aus altbackenen Brezen. Die würfeln wir, geben die in eine Schüssel. Die fein gewürfelten Zwiebeln tun wir uns dann in ein bisschen Öl anschwitzen und geben da unseren fein gehackten Beifuß dazu. Der gewöhnliche Beifuß gehört zu den Korbblütengewächsen. Und er wächst, so wie bei uns im gemäßigten Klima, gerne an sonnigen Plätzen. Als ein absolutes Muss beim Kochen von fettigen Speisen. Denn die enthaltenen Bitterstoffe machen fettige Speisen bekömmlich und leichter verdaulich. Im Zusammenspiel mit den ätherischen Ölen wie Kampfer und Thujon, die ebenso enthalten sind, wirkt er auch noch pilztötend und keimtötend, hat eine super antibakterielle Wirkung, wirkt krampflindernd, ist so bei Menstruationsbeschwerden, bei Bauchweh oder Magenbeschwerden ganz toll. Er stärkt auch die Gebärmutter, hilft uns aber auch zum Beispiel gegen müde Füße, da kann man ein Fußbad machen. Ein Tee oder Bad hilft uns super, wenn zum Beispiel Kälte in den Unterleib gekommen ist, das begleitet von Blasenentzündung und Eierstockentzündung ist. Den Beifuß kann man aber auch super in ein Kräuterkissen geben, das fördert dann erholsamen Schlaf. Den Beifuß kann man die frischen Spitzen zum Beispiel für Salat verwenden oder den getrockneten als Würzkraut. Bei mir darf er zum Beispiel nie in einem Kräutersalz fehlen. Den Beifuß kennen wir ja eigentlich schon vom Gansl. Finde ich, passt aber bei der Pute auch ganz gut dazu. Werden wir dann diese Zwiebelbeifußmasse mit ein bisschen Milch aufgießen, lassen das ganz kurz köcheln und geben das dann über unsere Brezenwürfel. Dann lassen wir das kurz ziehen, dass die Brezenwürfel sich schön ansaugen mit der Milch, dass das so ein bisschen eine gatschige Masse wird. Wenn das abgekühlt ist, geben wir dann noch ein oder zwei Eier dazu. Das ist je nach dem Konsistenz, wie sie die Brezen verhalten, wie viel Flüssigkeit sie aufnehmen. Mischen das gut durch und würzen das dann mit Salz und Pfeffer. Und dann ist unsere Masse eigentlich fertig zum Füllen. Die geben wir dann richtig schön, was reingeht in unsere Kürbisse, Deckel drauf und geben die zu unserer Pute ins Rohr und schmoren die gleich mit. Jetzt haben wir unsere Kürbisse auch drinnen, haben wir natürlich einen Arbeitsgang für zwei Sachen, spart uns auch wieder Energie. Wie handhabt ihr das eigentlich mit dem Energiesparen bei euch? Also wir haben schon lange Hackschnitzelheizung, wir haben dazu natürlich Gott sei Dank einen Wald, wo wir ziemlich autark sind. Wir haben auch am Dach jetzt ein Windradl, aber das ist noch in der Entwicklungsphase. Und auf jeden Fall wollen wir nur eine PV-Anlage, also Photovoltaik-Anlage aufs Dach auf. Wie energieaufwendig ist eigentlich die Putenzucht? Man muss schon sagen, also in unseren Breitengraden, wenn man das ganze Jahr macht, ist eher schon energieaufwendig, weil wir kriegen die Puten mit 4 Wochen und da brauchen sie nur eine Stalltemperatur, also Raumtemperatur von 26 Grad.
Das heißt, es ist schon ziemlich warm eigentlich. Ab 56 Tagen dürfen sie aussehen machen, dann sind die jeden Tag draußen. Außer es regnet voll, weil die bleiben dann einfach draußen stehen und werden klatschnass. Das wollen wir natürlich nicht, dass sie krank werden, ja. Sondern dann holen wir es natürlich einer in den Wintergarten, was wir haben. Das ist so ein überdachter, geschützter Bereich, wo sie Außenklima haben, aber nicht nass werden. Und wenn wir jetzt bei der Haltung sind, wie genau läuft die eigentlich ab bei den Puten? Also wir sind Bio, das heißt, die kriegen Bio-Futter, da ist ganz viel Eiweiß drinnen. Und wenn die draußen sind, dann die Puten, die suchen sich selber nach, was sie gerne mögen. Entweder sie fressen ein Gras oder die Blätter von den Sträuchern oder auch mal Insekten mögen sie auch gern. Vom Platz her haben die Puten bei uns doppelt so viel Platz, wie im Bio-Bereich in Österreich vorgeschrieben ist. Also die geht's einfach wirklich richtig gut. Selbst wenn Schnee ist, gehen sie aussehen und das taugt ihnen auch voll. Also die graben halt dann umeinander im Schnee und suchen, was ist unterm Schnee und haben voll die Gaudi draußen. So, wunderbar. Ja, jetzt haben wir eigentlich, schaut es gut aus. Ja. Jetzt, man sieht natürlich, es ist viel weniger Fett da, gell? Genau. Wie beim Gansl. Ja, dafür ist es aber viel leichter verdaulich und es ist viel mehr Fleisch dran bei der Putte. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unsere zweite Beilage und das ist unser Safrankraut und zwar mit einem Safran aus Salzburg. Der Safran gehört zur Familie der Krokusse und ist ein Schwertliliengewächs. Und da hinter mir wird er gerade geerntet, direkt in Leogang bei Salzburg. Der Safran hat wunderschöne, hell-lila Blüten. Aber als Gewürz werden tatsächlich nur die roten Stempelfäden da in der Mitte verwendet. Er hat ganz tolle Inhaltsstoffe und das vor allem sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide, aber auch Carotinoide. Und da zum Beispiel das Kokin, das hat eine ganz tolle antioxidative Wirkung und wirkt auch durchblutungsfördernd und sauerstoffversorgend auf unsere Netzhaut, was ganz toll ist für unser Sehvermögen. Die enthaltenen Bitterstoffe sind super für unsere Leber, wirken auch noch regulierend auf unser Gewicht, weil sie den Appetit ein bisschen hemmen und die Lust auf Süßes. Der Safran hat auch noch eine schleimlösende und entzündungshemmende Wirkung, was toll ist gegen Husten. Generell hebt er unsere Stimmung und dass der Safran da bei uns in Salzburg angebaut wird, das ist echt eine Besonderheit. Und wie das genau gemacht wird, das schauen wir uns jetzt genau an. Wir gehen irrsinnig gerne aufs Feld auf, weil es ist am Morgen einfach schon eine unglaublich schöne Stimmung, wenn man da auf das Feld kommt und es ist ein lila Blütenteppich da und man hat noch den Nebel im Hintergrund. Safran hat was sehr Beruhigendes, was Mystisches. Dann hat man einfach eine totale Freude, einfach wenn man so ein filigranes, wertvolles Gewürz eigentlich ernten darf bei uns. Früher im Mittelalter ist Safran schon in Österreich angebaut worden. Und das hat uns natürlich den Reiz gegeben, dass wir das auch vielleicht probieren sollten. Und wir haben das dann mit 250 Knollen ausprobiert. Das hat wunderbar funktioniert und war dann eigentlich der Anstoß für unser Feld mit 1200 Quadratmetern und 20.000 Knollen, die wir jetzt in der Erde haben. Also wir setzen unseren Safranknollen Ende Juli, Anfang August in die Erde. Dann sagt man eigentlich den ganzen Sommer lang vom Safran nichts, aber Arbeit ist trotzdem genug, weil wir müssen das ganze Feld beikrautfrei halten. Das heißt, es funktioniert auch alles händisch. Und dann ab Ende September, Anfang Oktober kommt schon langsam der Safran dann zum Vorschein und die ersten Gräser kommen aus der Erde. Anfang Oktober wird dann geerntet. Wir ernten die Blüten jeden Tag. Die Blüten müssen direkt am gleichen Tag auch verarbeitet werden. Der Safran ist ja das teuerste Gewürz der Welt und der Preis entsteht dadurch, dass wirklich alles von Hand gemacht wird. Wir lassen unseren Safran 48 Stunden Luft trocknen und dann nach ca. 2 Monaten ist er dann bereit für die Weihnachtszeit zum Verkauf. Safran ist nach wie vor immer noch das meistgefälschteste Gewürz der Welt. Das war früher schon im Mittelalter. Und deshalb sollte man Safran nie also in einen gemahlenen Zustand kaufen, weil meistens ist es dann einfach mit Kurkuma versetzt. Also die Qualität beim Safran macht aus einfach die Stelle, wo man es zupft. Wir zupfen nur den Rotbereich, also keinen Gelbanteil. Das ist eigentlich die höchste Qualität vom Safran. Was auch in die Hände spielt, ist einfach die Höhenlage, die was wir haben. Und einfach ein guter Boden und das Klima. Man sagt, da wo Wein wächst, wächst auch Safran. Das Schöne einfach am Safran ist, es ist ein Familienprojekt, was daraus entstanden ist und einfach, dass 4 Generationen da zusammenarbeiten. Also angefangen von der Oma, die was 93 ist, über unsere Kinder, die was 4 und 6 sind, die zupfen alle gemeinsam da dann am Tisch.
gewaltig. Ja, voll. Ja. Und den traumhaften Safran, das ist ja das rote Küchengold sozusagen, werden wir jetzt für unser Kraut verkochen. Sehr dezent, also wirklich nur wenige Fäden. Hat natürlich auch diese wunderbare Färbung, also dieses knallige Gelb, was dann rauskommt. Das gibt dann natürlich eine unglaubliche Optik und natürlich der Safrangeruch, die ist natürlich schon sehr einnehmend. Mhm. Also es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Also ich würde das ja, also ich liebe Safran. Für unser Safrankraut brauchen wir jetzt natürlich einen Krautkopf. Den werden wir uns in 2 cm große Stücke schneiden. Brechen den dann schön, dass das schön auseinander geht, auch die inneren Segmente. Geben dann ein bisschen Öl in unseren Topf, schwitzen den ganz scharf an, tun das ein bisschen mit einem braunen Zucker karamellisieren, weil der Zucker durchs Karamellisieren die Flüssigkeit freisetzt in dem Kraut und durch das wird das Kraut weich und verliert sozusagen seine Flüssigkeit, damit es dann auch wirklich einen schönen Sud gibt. Löschen das Ganze dann mit Weißwein ab, reduzieren das ein bisschen ein und geben dann erst unseren Safran dazu, der ja nicht zu heiß werden soll, sondern der soll eigentlich dann nur in diesem Sud ganz langsam mitköcheln und dann sozusagen seinen Geschmack und seine Farbe abgeben. Würzen das mit Salz und Pfeffer und ganz zum Schluss, damit wir noch ein bisschen Sämigkeit reinkriegen in das Kraut, gibt es noch ein paar Flockerl Butter und dann können wir es eigentlich schon verwenden. Also das schaut ja richtig gut aus. Mhm, voll schön. Ah, oh, schau, schöne Farbe hat es und die Kürbisse auch wunderbar. Traumhaft. Wow. Ah, sehr schön. Wow, schön knusprig. Und die Kürbisse sind auch perfekt. Super. Also super miteinander gegart. Ja. Ich freue mich jetzt richtig aufs Essen. Und wir werden uns jetzt mit unserem Team ein richtig feines Weihnachtsessen gönnen. Mahlzeit. So, schaut mal. Unsere Weihnachtsbutte werden wir uns jetzt schmecken lassen und wenn ihr noch mehr Kochvideos sehen wollt, dann da klicken.